Wir haben in der letzten Woche ziemlich viele schlechte Nachrichten gehabt, aber die Aktienmärkte wollten dennoch nicht so richtig fallen. Vielmehr hatten wir letzten Freitag jetzt eine doch ziemlich saftige Rallye. Nicht nur an der Wall Street. Und die schlechten Nachrichten sind vor allem die schlechten Nachrichten zur Inflation. Letzte Woche diese Zahl von 9,1% höher als die Erwartungen gewesen sind. Und eigentlich ist nur noch die Frage, jetzt wird die Fed Ende Juli dann übernächste Woche die Zinsen um 0,75% anheben oder um 1,0% anheben, nachdem sie schon bei der letzten Sitzung ja die Zinsen um 0,75% angehoben hat, davor um 0,5%. Also es sind riesige Zinsschritte. Normalerweise gefällt das den Märkten nicht, aber wir sehen, dass die Märkte sich regelmäßig freuen, wenn irgendein FED-Mitglied sagt, ja, 75 Basispunkte, also 0,75% reicht schon als Zinsanhebung. Dann gibt es jedes Mal einen Satz nach oben. Also es zeigt, dass schon bei so bescheidenen Positivnachrichten, und es ist ja wirklich, normalerweise wäre das für Märkte eine totale Katastrophe, ein so großer Zinsschritt von 0,75%, dass dann schon plötzlich eine Rallye einsetzt. Das zeigt, dass der Markt irgendwie nicht so richtig jetzt nach unten will, und das hängt meiner Auffassung nach damit zusammen, dass wir eine extrem negative Positionierung haben, dass also viele auf der Unterseite abgesichert sind. Das gilt für professionelle Investoren, die sind gehedged bis über beide Ohren, und das gilt vor allem dann auch für die sogenannten Market Maker, also diejenigen, die praktisch am Optionsmarkt hier als Anbieter auftreten, und das Ganze wollen wir uns mal anschauen. Diese Frage, warum fallen die Aktienmärkte nicht, trotz eigentlich ziemlich schlechter Nachrichten, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession wird größer, die Fed tritt voll auf die Bremse mit der Geldpolitik, weil eben die Inflation so hoch ist, und Goldman Sachs sagt ja, unsere Top-Kunden fragen sich, warum ist der Markt nicht stärker gefallen eigentlich jetzt in der abgelaufenen Woche, obwohl die Daten sich wirklich verschlechtert haben, vor allem eben in Sachen Inflation sich verschlechtert haben. Und das ist doch durchaus erklärungsbedürftig. Normalerweise hätte man erwarten können, boah, bei solchen Zahlen, auch die Erzeugerpreise waren ja höher, nicht nur die CPI-Daten, also die Verbraucherpreise, bei solchen Daten müsste doch eigentlich nochmal ein totaler Sell-off kommen. Aber die Frage ist, wie viel ist denn eigentlich schon eingepreist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben, wie ist die Positionierung, wie ist die Stimmung? Und die Stimmung hat diesmal wirklich zu Positionierungen geführt, die sehr, sehr bärisch sind. Dementsprechend sehen wir wahrscheinlich jetzt aktuell eine Art Short Squeeze, eine Eindeckungsrallye von denjenigen, die jetzt sagen, oh, jetzt bin ich eigentlich ziemlich auf die Unterseite positioniert, jetzt geht der Kurs nach oben. Eigentlich bin ich ja Profi-Investor, der vorwiegend dann ein Problem hat, wenn steigende Märkte sind und er nicht mitmacht. Also muss ich jetzt irgendwie gucken, wie ich da die Kurve kriege, und das ist das Aufwärtspotenzial, das die Märkte haben. Durchaus noch fragil, dieses Aufwärtspotenzial, aber schauen wir uns mal an. Wir hatten große Bewegungen in Commodities, etwa Kupfer sehr, sehr stark gefallen, auch andere Rohstoffe, Öl zwischenzeitlich sehr, sehr stark gefallen. Wir hatten große Bewegungen im US-Anleihenmarkt. Wir haben eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Rezession eintritt. Aber Stocks und Corporate Bonds waren weitgehend resilient, waren resilient gewissermaßen. Und das, obwohl der Dollar jetzt das stärkste Niveau seit 2002 erreicht hat, der Euro unter die Parität gefallen ist, die Zinskurven sich invertieren ohne Ende. Also das ist ja schon irgendwie erklärungsbedürftig, was da passiert. Und hier ist eine Erklärung. Hier sehen wir mal die Future-Positionierung an den Märkten. Das betrifft also S&P 500 Future, Russell 2000 Future, Nasdaq 100 Future und Dow Jones Future etc. ist extrem negativ. Und wie negativ sehen wir hier mal in einem Vergleich, was Sie hier rosa oder pink sehen, das ist der S&P 500 und blau hier die Positionierung eben von etwa CTAs, also amerikanischen Vermögensverwaltern, von Hedgefonds, von institutionellen Kunden, von Privatkunden auch, die sich am Future-Markt tummeln. Und wir sehen, wir hatten noch nie, seit es die Aufzeichnung dieser Daten gibt, eine so negative, shortige Positionierung. Und das bedeutet, dass natürlich, je weiter die Kurse steigen, umso mehr kommen diese Positionen dann natürlich unter Druck. Das ist genau der Punkt, der hier jetzt entscheidend ist. Und hier kommt ein weiterer Punkt, der entscheidend ist. Was Sie oben sehen, ist das sogenannte Dealer Spot Gamma Exposure. Gamma ist praktisch
Um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken, die Notwendigkeit für die Market Maker, also die praktisch als Anbieter, als Broker auftreten, etwa am Optionsmarkt, sich abzusichern. Und hier sehen wir, die sind massiv auf die Unterseite abgesichert. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich ein gegenteiliges Spiel, was wir jahrelang hatten. Erinnern wir uns an Elon Musk, meinen drittbesten Freund ungefähr. Da gab es immer wieder wundersame Meldungen von Tesla. Daraufhin sind die Leute in Optionen gesprungen, Call-Optionen. Dadurch mussten sich die Market Maker absichern, indem sie selber das Underlying, in dem Fall die Tesla-Aktie, kauften. Denn wenn die Optionshändler Gewinne machen, macht der Market Maker Verlust. Also gehen sie sozusagen diesen Weg mit, kaufen sich dann physisch ein, um sich abzusichern. Und hier ist genau das Gegenteil passiert. Man hat Short-Positionen seitens der Market Maker eröffnet, um eben sich abzusichern auf die, damit bei weiterem Fall man nicht in Schieflage kommt. Dementsprechend, wenn jetzt die Market Maker erkennen, ups, jetzt geht die ganze Geschichte in die andere Richtung rüber, dann brauchen sie ihre Absicherungspositionen auf der Unterseite nicht mehr, also ihre Short-Absicherung nicht mehr, treten dann als Käufer auf, weil sie diese Short-Positionen faktisch glattstellen. Wer eine Short-Position glattstellt, kauft das Underlying, und dementsprechend sehen wir, wie diese Dinge hier sich entwickelt haben. Unten sehen wir mal etwa vom Goldman Sachs Trading Desk die Einzelpositionen auf Einzelaktien oder Positionen auf Einzelaktien, und da ist auch sehr, sehr viel auf der Shortseite unterwegs, massiv viel auf der Shortseite unterwegs. Das heißt, die Märkte gehen jetzt tendenziell den Weg des größten Schmerzes. Ist damit, nämlich indem sie nach oben gehen, ist damit jetzt alles wieder fein? Nein, wahrscheinlich wird diese Rallye noch weitergehen, aber dann wird es wieder einen signifikanten Rücksetzer geben, so ist zu vermuten. Wir wollen uns mal anschauen, wie die Dinge sich jetzt hier weiterentwickeln, wenn die Grafiker mal umschaltet. Kaum wartest du Stunde, schon passiert ist, meine Damen und Herren. Aber das war das, was passiert ist jetzt am letzten Freitag. Dow Jones 2%, Nasdaq 1,8%, also massive Gewinne, die wir gesehen haben. Alle 11 Sektoren im S&P 500 im Plus, aber vor allem die Finanzwerte waren da deutlich im Plus. Und dementsprechend diese so stark verprügelten Finanzwerte, die ja mit JP Morgan so einen schwachen Beginn der US-Berichtssaison gehabt hatten, die haben sich also jetzt wieder ziemlich gut erholen können. Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, das ist Jerome Powell, und das ist vor allem ein Artikel von Nick Timiraos jetzt über das Wochenende, der gesagt hat, also die Fed-Offiziellen, die werden den Zinsen um 0,75% anheben. Sie lassen sich zwar die Tür auf für eine 1,0% Anhebung, aber es sei sehr, sehr wahrscheinlich, dass jetzt eben 75 Basispunkte kommen wird. Und wie gesagt, das reicht schon, um die Märkte zu beruhigen. Nick Timiraos ist sozusagen der Leaker der Fed, der soll die Botschaften der Fed an die Märkte geben, zumal wir jetzt ja in der sogenannten Blackout Period sind, was Fed Speaker betrifft. Die dürfen sich also jetzt vor der Sitzung in der nächsten Woche nicht mehr äußern. Also machen solche Artikel wie hier von Nick Timiraos im Wall Street Journal natürlich sehr, sehr viel aus, und wir sehen die Wahrscheinlichkeit, die die Märkte jetzt einpreisen, dass die Fed nur 0,75% die Zinsen anheben wird. Die liegt bei 71,5%, während eine 100 Basispunkte Anhebung derzeit nur bei 28% gesehen wird. Wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, meine Damen und Herren, dann sehen wir den S&P 500 in diesem intakten Abwärtstrendkanal, weitgehend unter den wichtigen, bedeutenden Durchschnitten. Aber wir sehen unten in diesen Grafiken, da haben wir bestimmte Swings in vielen Bereichen, Indikatorenbereichen, die noch Luft nach oben lassen würden. Wie gesagt, wenn jetzt diese Abwärtstrendlinie erstmal überwunden werden kann, der Nasdaq Composite hat schon seinen 200-Tages-Durchschnitt erreicht. Jetzt sind die 50er-Tages-Durchschnitte, die sehr, sehr wichtig sind, gerade beim S&P 500, in Reichweite. Da müsste er drüber. 4050 wäre ein tendenzielles Ziel etwa für den S&P 500, wie wir hier sehen. Wir sehen diese Bewegung, potenzieller Doppelboden hier beim S&P 500 auf Daily Basis, täglicher Basis. Wenn wir da jetzt über diesen Widerstandsbereich drüber kommen, an dem wir gerade knabbern, dann könnte es durchaus in den Bereich 4050, 4055 gehen, bevor dann wahrscheinlich der nächste Rücksetzer eintritt. Oben sehen wir mal den Weekly Chart. Dieser Abverkauf, der jetzt im Grunde seit Januar der Fall ist, hat sich
in Bereichen wie dem RSI mit negativen Divergenzen ein Stück weit angekündigt. Jetzt ist dieser Abverkauf sehr extrem gewesen. Jetzt ist die Positionierung sehr extrem auf der Unterseite. Jetzt ist die Stimmung nach wie vor sehr extrem negativ in Richtung Unterseite. Dementsprechend passiert dann das Gegenteil, der Weg des größten Schmerzes. Das haben die Märkte ja immer wieder drauf. Inflation ist ja das große Thema. Ich hatte schon viele Indikationen gebracht, dass wir wahrscheinlich das Top bei der Inflation gesehen haben. Eines davon sind vor allem die Energiepreise, die ja die Inflationszahlen im Juni nochmal so stark nach oben gepusht haben. Neben vor allem diesen Kategorien Rent, also Miete und Homeowners Equivalent Rent. Also die Miete, die jemand zahlen würde, wenn er nicht Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer wäre, sondern das Ganze mieten würde. Das macht fast ein Drittel der gesamten Berechnung aus. Und da wurde im Juni richtig was draufgepackt, dazu gleich mehr. Aber wir sehen, dass etwa die Gas Prices jetzt seit 31 Tagen auf Schlusskursbasis gefallen sind. Hier die Grafik oben, wo der etwas nach oben geht, das ist die Approval Rating für Joe Biden. Also je stärker der Benzinpreis fällt in den USA, umso besser für Joe Biden. Wir sehen jetzt, dass die Ölpreise in den letzten 5 Wochen 4-mal gefallen sind. Also da ist was passiert. Und wir sehen, dass jetzt auch die Hauspreise nicht mehr steigen, sondern beginnen zu sinken. Der durchschnittliche Hauspreis in den USA jetzt Stand 10. Juli etwas runtergekommen von seinem Top bei $393.000. Das Problem ist, dass die Fed eben diese Hauspreisdaten, Homeowners Equivalent Rent und Rent, 6 bis 9 Monate verzögert erst in die Daten aufnimmt, sodass wir wahrscheinlich, wie hier ein Artikel titelt, The Fed will be hiking deep into a housing crash. Das heißt, wir haben den Hochpunkt am US-Immobilienmarkt schon längst hinter uns, was sich aber in den Inflationsdaten nicht zeigt, weil da die Hausdaten komplett verzögert eben in die Berechnung reinlaufen. Und das erklärt vielleicht, dass die Inflationsdaten dann weiterhin hoch bleiben, weil diese wichtige Kategorie sozusagen noch weiter steigt. Hier sehen wir, dass wir gerade seit Februar 2022 nochmal ziemlich deutliche Anstiege bei den Hauspreisen hatten. Das kommt also noch in die Statistik rein. Das verzerrt sozusagen das realistische Bild. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Märkten, meine Damen und Herren. Jetzt ist die Situation so, wir sind nicht nur bei der Fed in der sogenannten Blackout Period, sondern wir sind auch, was die Aktienrückkäufe, die sogenannten Buybacks der Unternehmen betrifft, in der Blackout Period. Da geht es jetzt ab 22. Juli los, kommen die ersten Unternehmen aus dieser Blackout Period, können also eigene Aktien zurückkaufen, und das ist ziemlich viel. $5,5 Milliarden durchschnittlich pro Tag dürfte dann alleine durch diese Buybacks gekauft werden an den Märkten. Das ist sicherlich eine wichtige Stütze für die Märkte. Und hier sehen wir, dass natürlich die Dollarstärke auch ein Riesenproblem war für die Märkte. The dollar's gain is the world's pain. Das ist, glaube ich, ein sehr treffender Reim. Der Zugewinn des Dollars ist der Schmerz der Welt. Und die Welt, vor allem wenn sie verschuldet ist in Dollar, hat sehr stark aufgejaukt. Aber wir sehen hier rechts in dieser Grafik, dass möglicherweise jetzt diese Dollar-Rallye eben an einem entscheidenden Widerstand ist, und von diesem entscheidenden Widerstand, nämlich der oberen Trendkanalbegrenzung, jetzt erstmal nach unten abgeprallt ist. Wir haben heute Schwierigkeiten mit meinen Folien, meine Damen und Herren, deswegen muss ich jetzt einmal das Mäusche zur Hilfe nehmen und hoffen, dass ich die richtige Grafik erfasse. Das haben wir gehabt, das war der Dollar, genau. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir jetzt mal zur Eurozone kommen, politische Schwierigkeiten in Italien. Hier sieht es so aus, dass jetzt die Koalition endgültig zu zerbrechen scheint. Hier die rechte Lega, wie auch Forza Italia von Berlusconi, den gibt es immer noch. Die wollen jetzt sozusagen nicht mehr in einer Koalition sein, wo Cinque Stelle, die Partei Cinque Stelle drin ist. Das aber ist der Teil der großen Koalition von Mario Draghi. Mario Draghi hat jetzt gesagt, ich werde jetzt in dieser Woche wohl endgültig zurücktreten und die Dinge hinschmeißen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie derzeit die Stimmungslage in Italien ist, wie jetzt gewählt würde, eine der wahrscheinlichen Optionen ist ja, dass es dann zu Neuwahlen kommt, wann ist noch unklar, aber dann würden wir sehen, dass die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, eine rechtsextreme Partei, könnte man sagen, so zwischen AfD und NPD vielleicht angesiedelt, könnte man sagen, dass die jetzt mit 23% stärkste Partei wären. Dann käme die PD, Partito Democratico,
ehemalige CDU sozusagen oder so ein bisschen wie die CDU vielleicht in Deutschland, allerdings mit leicht dubiosen Verstrickungen damals. Deswegen wurde in Sachen Mafia, deswegen wurde die Partei auch ein Stück weit abgestraft. Dann haben wir die Lega, also auch sehr rechts, 15%. Und wir haben Cinque Stelle mit 11%. Alle anderen spielen im Grunde dann Forza Italia, auch tendenziell rechtskonservativ von Berlusconi, spielen keine Rolle. Das heißt, wir könnten eine extrem rechte Regierung in Italien bekommen. Und was das für die Eurozone bedeutet, ist dann eine ziemlich spannende Frage. Aber wie gesagt, noch wird sich Draghi erstmal dahin schleppen. Mattarella, der Präsident, hat ja den Rücktritt nicht akzeptiert. Aber das wird etwas Entscheidendes werden, wenn es hier wirklich zu Neuwahlen kommt. Was wäre das Worst-Szenario neben Italien? Erstens, die Energiekrise explodiert weiter. Wir müssen Energie rationieren, also es gibt Zuteilungen. Das würde wiederum, weil die Preise dann massiv durch die Decke schießen, die Inflation weiter nach oben bringen. Das würde die Kaufkraft der Konsumenten weiter kollabieren lassen und das wiederum würde dann aufgrund der derzeitigen Lage wäre die EZB vielleicht nicht mehr wirklich fähig, diese Fragmentierung zu bekämpfen, also die Spreads irgendwie unter Kontrolle zu behalten, die Risikodifferenzen zwischen deutschen und etwa italienischen Anleihen. Also das ist das Risiko. Und schauen wir uns mal die deutsche Presselandschaft an, hier in der Zeit, die ich an sich sehr schätze. Ein Kommentar von Marc Schieritz, den ich nicht sehr schätze. Da heißt es, der Euro ist jetzt so viel wert wie ein Dollar. Die Abwertung der Gemeinschaftswährung zeigt, Europa hat währungspolitische Souveränität gewonnen. Aha, das ist interessant, dem Euro geht es gut. Ja, super, gell, Frankreich ist fast schon unregierbar, weil in extrem links und extrem rechts gespalten. Italien kippt jetzt offenkundig, es geht dem Euro super, der ist nur ein bisschen gefallen. Wie stark ist er gefallen? So etwa so stark wie das britische Pfund. Die haben ja auch so ihre eigenen Themen, nur der japanische Yen war noch deutlich schwächer, weil da die Notenbank ja völlig off-topic ist, also praktisch sagt, wir werden bis zum bitteren Ende unsere Geldpolitik weitermachen, auch wenn wir direkt auf den Abgrund zufahren. Und das tun die Herrschaften in Japan. Angesichts dieser doch etwas schwierigen Situation sehen wir heute, respektive am Wochenende, einen Tweet von der EZB und da geht es um Rainbow Colors. Da hat man also in den Straßen getanzt, um eben hier sozusagen Diversität und so weiter und so fort. Ist ja alles von mir aus okay. Ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand in den Straßen tanzt. Ich bin für Lebensfreude pur. Aber das Problem ist, dass die EZB sich eben um alles andere kümmert, nur nicht um das, was eigentlich wirklich das Problem ist, die Inflation. Man will ja jetzt wahrscheinlich am Donnerstag dann die Zinsen um 0,25% anheben, angesichts einer Inflation von 8,6%. Ein tollkühner Schritt, könnte man sagen. Also wir sehen, die tanzen ihren Namen nach wie vor und das ist das Problem. Und dann sehen wir solche Medienartikel wie etwa von Thomas Fricke im Spiegel, die seltsame Aufregung um den scheinschwachen Euro. Und der sagt, die Währung ist gar nicht schwach, der Euro ist nicht schwach, sondern es zeigt nur, wie es skandalös ist an den Devisenmärkten zugeht sozusagen. Das ist wirtschaftlich überhaupt nicht sinnvoll. Und deswegen sollte man die freien Devisenmärkte ja abschaffen, weil das sind ja die bösen Spekulanten, die dafür sorgen, dass der Euro fällt. Ein Devisencasino und so weiter und so fort. Und darüber habe ich einen gesalzenen Artikel geschrieben, wo ich zeige, warum der Euro sehr, sehr schwach ist, warum er abstürzt, warum Thomas Fricke hier faktisch Fake News betreibt, indem er sagt, das sind ja die bösen Devisenmärkte, da wird schon ein Narrativ erzeugt, die sind schuld am Absturz des Euro. Und das ist eine Sündenbocksuche, die absolut an der Sachlage vorbeigeht. Daher ein Artikel, den ich gestern am Sonntag geschrieben habe, Abschluss des Euro, wirklich nur scheinschwach. Wie der Spiegel meinte, möchte ich Ihnen unter dem Video darbieten als Empfehlung. Unbedingt lesen. Ich denke, das ist für uns alle sehr wichtig, klar zu haben, was passiert da eigentlich. Sagen, was ist, wie der Spiegel mal gesagt hat. Inzwischen sagt er nicht mehr, was ist. Offenkundig, wenn solche Artikel da erscheinen können, die so derart an der Sachlage vorbeigehen. Und wer sich für die Märkte interessiert, der sollte sich anschauen. S&P 500, die Fed, die Wirtschaft und die Rezession. Ein wunderbares Gesamtbild über die Märkte. Das also der zweite Artikel. Teilen Sie dieses Video, teilen Sie die Artikel. Haben Sie uns lieb, finden Sie Finanzmarktwelt gut, dann bin ich glücklich. In dieser Woche noch Videos. Nächste und übernächste Woche bin ich dann nicht da. Das schon mal als kleine freudige Mitteilung für diejenigen, die dann ein bisschen mehr Zeit haben, weil sie meine Videos nicht schauen müssen. Also ich sage Servus und ciao, die beiden Artikel lesen. Bis heute Abend.